Freunde. Hallo Freunde. Wir machen heute mal einen Ausflug in den Wald. Ja, einfach so mal in die Natur gehen, ja. Mal ein bisschen spazieren. Ein bisschen wandern, ein bisschen laufen. Mein Nicht Gott. Immer nur mit dem Theo unterwegs sein. Nee, ist erst wieder Ende September da geplant. Ja, und heute machen wir mal einen Waldspaziergang. Richtig. Und dann nehmen wir euch mit, wie immer. Ja. Ja. Natur sucht sich ihren Weg. Eben. Ja. Sollten wir uns ein Beispiel dran nehmen? Was willst du durch die Steine wachsen? Ich wachse durch alles. Alles. Durch die Steine durch. Das versuchst du eigentlich immer mit dem Kopf durch die Wand. Ja, geht auch. Sind aber nur zwei. Ja, wo sind die denn? Tja, keine Ahnung. Hier sind drei. Guck, ich nehme die. Da habe ich drei für Aschenbrödel. Ja, du sitzt genau drunter, ne? Ja, vielleicht kriege ich einen auf den Kopf. Ich weiß nicht, wo die sind. Ist das nicht herrlich hier? Eine Ruhe. Die Natur ist so schön. Fahren die alle ins Ausland? Die wissen gar nicht, wie schön wir es hier haben. Wenn das so anguckt. Herrlich. Natur. Wunderschön. Da kann man auftanken. Ich habe auch gerade gesagt, das ist eine herrliche Ruhe hier, ne? Wir wollen noch ein Körbchen mitnehmen sollen heute. Ja? Ja.
Waldspaziergang ist beendet. Es war sehr, sehr schön. Wir haben wieder ein bisschen Kraft getankt, die Lungen mal durchatmen lassen, Sauerstoff rein. Pilze gefunden, obwohl wir gar nicht danach gesucht haben. Richtig, so richtig zwei Hände voll Pilze haben wir gefunden. Die Natur genossen. Uns mal wieder ein bisschen bewegt. Und jetzt fahren wir nach Hause und trinken ein schönes Käffchen. Trinken Käffchen und dann durch unsere Pilze putzen. Ja, wir hoffen, euch hat es gefallen, dass ihr mit uns im Wald wart. Und wenn ja, dann Daumen. Ja, war ein kurzes Video, ne? Und einfach mal melden. Wir haben ja gesagt, wir melden uns nochmal. Wie gesagt, wenn ihr noch nichts verpassen wollt, ist ja diesen Monat noch einiges geplant. Was heißt einiges? Wir wollen Ende September nochmal zum Landidyll fahren. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann den Abo-Button drücken, die Glocke. Wir freuen uns über jeden von euch. Und Daumen hoch ist auch nicht schlecht. Richtig. Bis später dann. Glück auf. Glück auf.